Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir haben beim letzten Mal den Kampf gegen Vanessa angefangen. Die Gute hier. Und ja, das Problem ist, dass die halt ihre Massenangriffe machen, ihre Gruppenangriffe. Und ich weiß halt nicht genau, wie ich das handeln soll. Ich habe zum Glück zwei normale Apotheker. Ein bisschen stärker als den anderen, aber ja. Ist halt ein bisschen blöd, dass wir halt die Massenangriffe abkriegen, dass sie das kaum gegenhalten können. Uns ist Cyrus schon zweimal draufgegangen. Das war weniger Schaden, als ich gedacht hätte. Greif mal den an. Wow, er lebt immer noch. Mann, Mann, Mann. So, du kannst. Mach mal. So, hast den anderen auch noch mal ein bisschen angegriffen. Du musst aber wieder heilen. Ja, dich selbst. Ist ganz gut. Wieso hat sie jetzt nochmal einen Special-Angriff? Ist das eine Fähigkeit von ihr? Könnte sein. Doch, Erste Hilfe. Und zwar Cyrus. Muss eine spezielle Fähigkeit von ihr sein, dass sie irgendwie eine bestimmte Wahrscheinlichkeit hat, nochmal irgendwie mit drin was machen zu dürfen. So, wenn sie den jetzt angreift, kann nächste Runde ganz easy gebrochen werden. Sogar von ihr selbst. Das ist gut. Das heißt, wir dürfen jetzt nur nicht. Ah, es musste ja kommen. Erste Hilfe auf Cyrus. So, du heilst. War nicht? Ja. Und Primrose ist beim nächsten Mal dann dran, ne? Den möchte ich noch nicht brechen. Ich möchte den da einfach angreifen. So. Du heilst Primrose. Sieht wieder ganz gut aus. Sehr schön. Was hat sie mit ihm gemacht? Also ich sehe jetzt keinen Effekt, dass irgendwas passiert ist. Hat sie irgendwas Spezielles gemacht, was auch nach hinten losgehen kann, dass es nicht getriggert wurde oder so? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Hast du noch eine andere Waffe, die effektiver ist? Nö. Die hält mir eindeutig zu viel aus. Ah, Gift hat bei ihm nicht gewirkt, weil er noch Antigift drauf hatte? Eigentlich nicht, oder? Er hatte doch nichts. Na gut, du greifst den da an. Oh! Nice! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Apotheker rehabilitieren. Die gut da nicht. Das macht es natürlich um einiges besser. Dann probiere ich es einfach mal. Jawoll, auch weg! Sehr gut. So, das heißt, wir können dich angreifen. Oh, guck mal, du hast sogar eine Lanze. So. Krieg ich nicht. Doch, warte, dich kriege ich gebrochen. Und zwar damit. Sehr geil. So, Vanessa. Angriff. Nö, du wirst erstmal noch heilen. Damit die alle schön geheilt sind. Bevor die da alle wiederkommen. Ja, das ist so ein schöner Angriff, ne? Hier, komm, greif einfach an. So. Oh, Angriff sinkt sogar von ihr. Sehr geil.
Ah, oh, so schöner Schaden. Gefällt mir. So, das heißt, du kannst aber... Ich würde Elise angreifen, aber nee. Ich lasse das lieber und werde erstmal hier ein bisschen... wieder hochheilen, was das angeht. So, Apothekerfähigkeiten, genau, Anit. So, und du? Greif einfach mal an. So. So, einmal ein bisschen anhitten. Du kannst sie direkt brechen, wenn ich möchte. Mach mal. So, wir müssen jetzt so lange brechen, damit sie zu nichts mehr kommt. Ja. Hau mal gemütlich drauf. Wir brauchen dich nämlich wieder zum Brechen. Die Fähigkeiten stehlen? Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. So. Du nochmal draufhauen. Du haust nochmal drauf. Und du heilst. Warte ich selbst. Okay, ist okay. Wirklich okay. Okay, okay. Nochmal FP stehlen. Ah, das bringt ja diesmal nicht so viel, aber ist trotzdem schon ganz gut. Rehabilieren. So. Schön. Und du auch noch. Ah, Mist, ich hätte warten sollen. Mist, Mist, Mist. Ah, shit. Jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Nein, 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 warte. Du sollst erstmal Tänzer, die Fähigkeiten, ja, FP teilen und zwar mit Anit. Sehr schön. Hau mal drauf. Dann Cyrus noch zum Brechen, das passt dann. Ja, du auch. Das sieht ja doch ganz gut aus. Oha. Das muss ja irgendwann kommen. Wir machen mal das. So, du wirst erstmal wieder ganz gemütlich heilen. Ja. Du greifst dran. Sehr schön. Du wirst einmal angreifen. Anit bricht. Ja, passt. Du solltest noch nicht angreifen. Es ist zu früh, Anit. Aber warte mal, dann kann sie eigentlich erste Hilfe leisten. Und zwar den. So, dann ist er nämlich wieder voll. Aber mir gefällt das, dass sie das hat. So, und jetzt kannst du brechen. Wir sind zwei Runden lang weg. Viel, viel besser so. So, du heilst die gute Primrose. Perfekt, alle voll geheilt. Jetzt kannst du nämlich nochmal schön FP stehlen. Ja, göttliche Fähigkeit. Greift alle Gegner per Durchangriff an und fügt einen Schaden gemäß in Eigentempo. So, das ist mega gut, weil sie auch saustark ist, aber... ich brauche es gerade nicht. Oh, direkt wieder voll. Sehr schön. Kriegerfähigkeit. Ah, ne, ist nur ein Messer. Okay, dann greif mal einfach so an. So, sehr schön. Du machst nochmal FP teilen mit den guten Alfen. Das ist nämlich auch wieder voll mit FP. Sehr gut. So sieht das auch wieder. Gute Ausgangsbasis, würde ich sagen. Also mal angreifen. Sehr schön. So, dann kann er seine Punkte wieder sammeln. Passt.
Oh, sehr schön. Hau mal drauf. Aha. Aber hat sie uns gerade geheilt? Okay, jetzt haben wir nur das Problem, dass die beiden Ads wieder da sind. Das ist natürlich richtig doof. Feuer, ja. Füge einem einzelnen Gegner Feuer zu. Das ist nicht so gut. Tänzerfähigkeiten? Allen. Gut, machst du erstmal wieder so. Doof, dass die jetzt wiedergekommen sind. Wir hatten so eine gute Ausgangsbasis. Stäbchen, Axt. Ja. Was machst du? Was machst du? Allen Gegnern Eisschaden. Ja, mach mal. Fallhagel, fügt allen Gegnern Schaden zu. Will ich das jetzt schon machen? Eigentlich nicht. Tellereisen. Lässt ein Gegner zwei Runden lang als letzten handeln. Nee. Fügt einem Gegner einen kritischen Schaden zu. Fügt einem Gegner einen kritischen Schaden. Nee. Was kann ich machen? Bestienwissen vielleicht? Was haben wir da denn so? Lanze, Dolch, Dolch, Lanze. Mächtiger Stich. Moosiges Mieb, Gesundheit wiederherstellen. Das war nur Zufall, ne? Ja, gut. Linde, Feger, Schwertangriff. Anspringen. Ich mach mal das. Greift aber alle an. Bleibt es wenigstens? Nein, schade. Na gut, was kannst du tun? Was kannst du tun? Du könntest eigentlich mit dem Schwert angreifen. Lanze wäre gut. Nee, wir machen das mit dem Schwert. Oder hast du lieber Eis? Eis ist, glaube ich, noch besser. Ja. Machen wir es so. Da noch keiner so wirklich angehittet ist, macht er das auch nochmal. Sehr schön. Oh nein, sie boostet. Und natürlich. Oh, nein, zwei Würfe. Sehr schön. Dann brech den mal, das ist gut. Nee, das bewahre ich mir auf. Zum Brechen für den. Ja. Aber die geht da nicht. Nein. Damit. Das war den. Besser als der Bogen. Definitiv. So. Wir machen es mal so. Und du kannst jetzt eigentlich mal voll draufhalten, oder? Ja, mach mal so. 1600, oh, sehr geil. Das hat sich gelohnt. War sogar vorbei. Oh, machen wir erstmal einen weg. Soweit wir können. Wenn die schon mal beide weg sind hier, dann können wir es auch mal ausnutzen. Hör auf, sie zu buffen. Unglaublich. Nein, das macht Cyrus. Das macht Cyrus. So, weil der geschwächt ist. Genau, das passt soweit. So, das passt soweit auch. Sehr geil. Das war jetzt doof. Nein, bitte keinen Massangriff, bitte nicht. Danke. Okay. Du brichst den Pass. So. Jetzt musst du aber... Leider musst du jetzt heilen. Apothekerfähigkeiten. Ja, Cyrus. Weil sie nicht so krass heilt wie Alfin. Machen wir es so. Perfekt.
Bisher sieht es ja noch ganz angenehm aus. So, bitte nochmal. Ach, schade. Okay, Primrose. Was kannst du tun? Du kannst viermal den da angreifen. Oh. Oder den. Hm. Wäre gut, wenn er bald weg ist, aber ich trau mich nicht. Wenn er es überlebt, dann sind wir am Arsch. Das möchte ich halt nicht. Wir können es trotzdem versuchen mit Hanid. Ich hab's gewusst, das hätte nämlich nicht gereicht. Na so. Von wegen. Das heile ich gegen. Angriff. Natürlich den. So, zwei Angriffe weniger abkriegen ist immer gut. Du kannst jetzt aber nochmal die gute Primrose heilen. Warum nicht? So, Alfin hat noch genug Leben, würde ich sagen. So wusste ich das. Okay, du kannst. Den schon mal anhitten. Ja, warum nicht? Ah, jetzt schläft sie ja noch. Aber gut, dass Alfin früher dran ist, dann kann er sie quasi aufwecken. Okay, so und. Schon mal anhitten. Du wächst auf. Genau. Sie. Gut. Du greifst mal. Nein, du heilst. Nein, Heilung ist da und zwar. Ja, Alfin. Das können wir gebrauchen. So. Ja, konnten wir wirklich gebrauchen. Problem ist nur, dass Cyrus halt gleich drauf geht. Deswegen werde ich jetzt sie dafür benutzen. Heiltraube zu geben. Aber wenn jetzt ein Gruppenangriff kommt, kommt nicht. Ist gut. Aber es hätte auch ihn erwischen können. Primrose oder? Ne, du musst mal Primrose. Weil Alfin heilt sich jetzt selber. Einmal mit Boost am besten. Wenn es ja voll wird. Ja, reicht. Und du? Ja, perfekt. Genauso möchte ich das haben. Ich wusste, dass das wieder kommen würde irgendwann. Bin da. Ich kann ihn nicht brechen. Cyrus könnte jetzt, wenn wir Pech haben, draufgehen. Ah, nur viermal. Na gut. Aber trotzdem drauf. Oh, wir haben Glück gehabt. Apothekerfähigkeiten. Ja, mach den. So, Hanid. Deine Aufgabe ist, den zu vernichten. Bitte. Danke. Oh, sehr schön. So. Dann kannst du eigentlich. Diebfähigkeiten? Nein, 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 nein. Das ist viel wichtiger. So, dann kannst du jetzt aber gemütlich draufhauen. Okay. Du heilst Hanid. Und Hanid heilt. Nö, Primrose. Das sieht gut aus bisher. Genau, du greifst an. Du verteilst noch ein bisschen FP. Dann können wir den FP. Hanid, ja, warum nicht? So.
Das ist okay. Möchte ich das jetzt schon machen? Eigentlich nicht. Das kann nämlich auch noch zur Not ein bisschen anknacksen. Zum Brechen, halt, weil sie einen Bogen hat. So, dann hauen wir ein bisschen drauf. Ist leider nicht ganz so stark wie bei Hanik, aber ist okay. Oh Mann, oh Mann. Okay, du machst das. Du machst das. Ah, Mist. Er ist ja schon wieder befreit davon. Ist gar nicht so geil. Ja, das. Und zwar. Nö. Cyrus. Einfach nur, weil Cyrus halt so wenig Leben hat, ne? Hau mal drauf. Du heilst. Ja. Hanit? Primrose. So. Hanit soll ich schon. Hanit heilt. Primrose, so. So. Du kannst auch noch angreifen. Das ist gut. So, dann brich den Guten in zwei Stücke. Okay, sie schläft. Macht aber gerade gar nicht so viel aus. Ups. Weil er kann das machen. So, Hanit. Oh, sehr schön, Hanit. Dann drauf da. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Messer. Machen wir noch einmal das hier. Du heilst dich erstmal wieder selbst. Ja. Ich weiß, sie darf jetzt angreifen, aber er hat eh nichts ausrichten können dagegen. Fehlen die Zutaten. Geil, ihr fehlen Zutaten. Nice. Ich wusste gar nicht, dass sie die ausgehen können. Okay, dann, einfach mal so drauf. Oh, das war schon fast vorhersehbar. Dann ein einzelner Hit ist das Messer. Nein. Damit, genau. Und jetzt für zwei Runden außer Gefecht setzen. Sehr schön. Hau einfach mal drauf. Tänzerfähigkeiten. Mondlichtwalzer. 2000, oh, so schön. Ja, da aber der Part schon wieder vorbei ist und ich denke, ich werde sie gleich down haben und dann werden Cutscenes triggern, dann wird der Part wieder viel zu lang für heute. Lassen wir das erstmal sein. Ich beende hier und ja, dann würde ich sagen, hauen wir es beim nächsten Mal direkt kaputt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.